und meine Freundin waren dem letzten Mal ausgiebig shoppen, wie sich das für richtige Mädels gehört. Und wir waren im Primark und auch ein bisschen im Bershka. Und es ist natürlich einiges geworden. Und wenn euch interessiert, was zurzeit so im Sale ist bei Bershka und Primark, bleibt gerne dran. In the dark we stand apart. We never see that the things we need. Also ich habe mich entschieden, wir fangen jetzt zuerst mal mit Primark an und da haben wir hier schon das erste Teil, was ich heute anhabe. Ich habe mir eigentlich immer geschworen, dass ich nie irgendwelche Blusen anziehe, weil es wahrscheinlich blöd an mir aussieht und ich irgendwie aussehe wie ein Bauer und habe dann aber auch Spaß, jetzt trotzdem mal eine probiert und meine Freundin fand sie sehr gut an mir aus und ich konnte mich auch damit anfreunden. Und ja, hier seht ihr das Ergebnis. Ihr könnt ja selber sagen, ob ihr findet, dass es gut aussieht. Ja, eben hat hier zwei Taschen. Hier ist mein Mikro und eben so ein Karo-Muster. Ich finde, es passt gut zu Jeans auf jeden Fall und es passt zu dunklen Hosen. Also es passt eigentlich zu allem. Dann bin ich zurzeit ja so ein Pulli-Fan. Als ich diesen Pulli hier gesehen habe, da ist es um mich geschehen, weil ich einfach auch diese Farbe liebe. Ich liebe dieses Weinrot. Ich finde es so wunderschön. Und der Pullover ist auch nicht sonderlich dick. Der passt also auch sehr gut in den Frühling. Der war jetzt auch nicht reduziert. Der hat 7 Euro gekostet. Ihr seht die ganzen Sachen nochmal eingeblendet oder sogar getragen. Das muss ich mal schauen, wie ich das einrichten kann. Dann waren wir natürlich auch mal bei den Sale-Ständen. Und da kam dann dieses Oberteil hier mit. Ja, es ist ein ziemlich weites Oberteil und auch ziemlich durchsichtig. Also ich denke, man muss das schon top drunter ziehen. Aber halt auch ziemlich weit und ich mag weite Oberteile, weil die einfach so meine Problemzonen ein bisschen kaschieren. Und das war reduziert von 8 Euro auf 3 Euro, also durfte es mit. Es hat hier eben noch so einen Reißverschluss und so ein Lederbündchen. Und was ich schon immer mal wollte, ist eine Jeans mit Rissen. Ja, ich wollte einfach auch mal ein bisschen mit der Mode gehen. Genau, da ist es eben die geworden. Das ist so eine, wie heißen die? Super High-Waist Skinny. Zwar nicht, um so halb bauchfrei zu sein, dass man das richtig sieht, weil ich finde, es macht einen riesigen langgezogenen Arsch. Das ist überhaupt nicht meins und der Paddy würde es auch überhaupt nicht toll finden. Aber ich finde, es ist mega gut, um meine kleine Problemzone am Bauch noch zu kaschieren. Genau, wenn ich dann einfach ein Oberteil drüber mache. Genau, die habe ich hier jetzt in der Größe 40. Das war schon heftig, muss ich sagen. Also wenn ihr zu Primark geht, die Größen sind da ein bisschen anders. Nicht einfach mitnehmen, sondern wirklich alles anprobieren. Ich habe auch wirklich alles anprobiert. Ja, dass eben sowas nicht passiert. Und denkt euch nichts dabei, ihr habt in anderen Läden trotzdem eure gewählte Größe. Ich und der Paddy, wir haben uns vorgenommen, dass wir demnächst öfter mal joggen gehen, weil er jetzt einfach auch ein bisschen abnehmen will. Und deswegen durften auch ein paar Sportsachen mit. Hier zum Beispiel eine Laufhose, die hat eben so einen besonderen Stoff. Wenn man da schwitzt, dann gibt die Feuchtigkeit auch ab. Nicht so wie bei anderen, dass man dann klatschnass ist. Dazu gab es dann auch nochmal ein Sportoberteil, das ziemlich schwer zu zeigen ist. So, genau. Genau, da ist einfach so ein schwarzes Top drunter und dann noch so ein helleres drüber. Da gab es auch noch ein anderes mit so einem quasi Sport-BH und sowas durchsichtigen drüber, aber ich möchte nicht, dass man meinen Bauch sieht, jetzt nachdem er so Schwangerschaftsstreifen hat. Und deswegen war das perfekt für mich. Und ich habe wirklich 1000 Nachthemden, ich habe Schlafanzüge, ich habe alles. Aber als ich dieses Nachthemd gesehen habe, war es um mich geschehen, denn ich liebe so lange Nightshirts. Es ist langärmlich und es ist lang und ich habe sonst immer nur T-Shirts. Und deswegen durfte das mit. Mega cool. Was man bei Primark immer kaufen muss, sind natürlich Socken. Und das sind dieses Mal diese hier geworden. Ja, weil sie einfach glitzern. Die haben mich am meisten angesprochen. Und ich habe eben auch meistens solche Sneaker. Und mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht geguckt, was für eine Größe. Aber ich habe Glück, ich habe nicht die richtige Größe. Oh mein Gott. Mein Jutta. Kamen noch ein paar BHs mit. Für 10 Euro 3 BHs kann man wirklich nicht sagen. Da muss ich natürlich zuschlagen. Dann noch ein T-Shirt-BH. Da gehen wir jetzt nicht so drauf ein. Ihr wisst, glaube ich, alle, wie BHs aussehen. Manche zeigen ihre Unterwäsche gar nicht, was ich nicht verstehen kann, weil man kann sie genauso in den Läden anschauen. Und dann halt noch so einen schwarzen. Ganz normalen. Ja, weil die einfach so mega günstig da sind. Wirklich, also kann man nichts sagen. Dann habe ich mir noch so Hipster mitgenommen. Das sind so Hipster, die eben nicht durchschauen, weil das immer so doof aussieht an der Jeans oder so, wenn jeder gleich weiß, ob ich einen Tanga anhab oder einen Hipster oder was auch immer. Dennoch passend zu BH-Hipster.
Ich habe mir fest vorgenommen, diesmal Finn nichts zu kaufen, weil er einfach ganz viel hat und wir einfach nur mal shoppen wollten zum Weggehen und dass ich mal wieder andere Klamotten habe einfach, weil ich wirklich ja einfach viel mehr natürlich auf den Finn achte. Ich glaube, das ist so ein weit verbreitetes Mami-Problem. Aber natürlich konnte ich an der Kinderabteilung nicht vorbeigehen und natürlich kam was für ihn mit. Und zwar einmal dieses Shirt. Ich finde diesen Spruch ja so niedlich. Need a nap. Und er braucht echt immer seinen Nap in der Größe 98. Also ich habe mir echt vorgestellt, wie er da irgendwie dasteht und so rumschimpft. Und dann weiß jeder, er needet einen Nap. Das fand ich niedlich. Dann haben wir hier einen Pullover in der Größe 98. Ja, genau. Dann dachte ich, ja, dann auf jeden Fall auch eine Hose. Und die war auch gar nicht so teuer. 6 Euro hat sie gekostet. So eine graue Hose, weil er hat braune Hosen, er hat blaue, dunkelblau, hellblau, schwarz, aber er hat keine graue. Jetzt schon. Haben wir hier ein Doppelpack. Erstmal diesen Pullover hier. Übrigens alles in der Größe 98. Und diesen hier. Da finde ich den Spruch auch ganz lustig. Here comes trouble. Und dann kamen noch so kleine Sticky Notes mit und da stand eigentlich drauf, dass die 1 Euro kosten, aber sie haben dann doch nur 50 Cent gekostet. Da habe ich mich natürlich nicht beschwert. So, jetzt kommen wir noch kurz zu Bershka, da ist es nämlich auch ein bisschen was geworden und es war das erste Mal, dass ich in einem Bershka war und oh mein Gott, wenn die ihre Sachen billig machen, dann richtig. Also wenn die reduzieren, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Und zwar wurde es dann noch eine High-Waist-Jeans mitrissen und zwar einfach diesmal in Jeans und nicht in Schwarz. Ja, sie ist auch ziemlich dehnbar, war hier sogar die Größe 42, also richtig heftig. Und ja, die wurde runter reduziert auf 9 Euro. Genau, dann habe ich bei Bershka noch einen Pullover für Paddy gekauft, den habe ich jetzt unten liegen lassen. Ich blende ihn euch auf jeden Fall ein, weil ja, natürlich muss ich ihm auch was mitbringen, wenn ich schon den ganzen Tag shoppen gehen darf und er auf den kleinen Mann aufpasst. Dann haben die ja an der Kasse immer so Parfüm und solche Sachen und Accessoires. Und da wir ein bisschen warten mussten, haben wir da natürlich mal geschaut oder uns mal durchgerochen. Und dann wurde es dieses Parfüm noch von Bershka, Sweet Bliss, ist ein Eau de Toilette. Und oh mein Gott, es riecht so gut. Und ja, ich habe noch 1000 angefangene Parfüm, also darum darf es nicht gehen. Aber einfach mal was Neues reinzuholen, weil ich habe sonst immer Bruno Banani oder dieses Princess Parfüm. Oder dieses Princess Parfüm. Ach, ich kann es auch gar nicht richtig beschreiben. Also, es ist ein sehr sauberer Duft auf jeden Fall. Und ja, ich finde auch die Verpackung irgendwie mega stylisch. Also, ich finde die irgendwie total süß. Und das gab es auch noch in Blau und das hat auch wirklich richtig gut gerochen. Aber ich wollte jetzt nicht zu viel Geld für Parfüm und so ausgeben. Schließlich war ich da zum Klamotten-Shoppen. Genau, und deswegen ist es das geworden. Jetzt habe ich noch 2 kleine Sachen von Sarah. Und zwar war da auch der Sale. Und ja, ich wollte auf jeden Fall noch eine 2. Mütze für Finn haben. Also ich habe schon wieder was für Finn gekauft, wie ihr merkt. Weil seine eine im Kindergarten bleiben soll, weil das ist doof, ist, sie immer mitzunehmen. Und dann vergisst man sie, weil er ist bei uns hier nur ganz kurz draußen, dann im Auto und dann vergisst man es einfach, weil ich setze ihm deswegen keine Mütze auf. Genau. Also wurde es diese Mütze hier, eine ganz schlichte, blaue, gestrickte und innen ist ein bisschen Stoff noch und das können wir alles noch abschneiden. Die ist von 7,95 € auf 3,99 € reduziert worden und durfte deswegen auf jeden Fall mit. Und dann habe ich eben noch ein bisschen bei den Pullis nachgeschaut, ob da vielleicht was für Finn dabei ist. Ja, also ich habe schon vorsätzlich geschaut, ja. Also echt schlimm mit mir. So ist das, wenn Finn eigentlich nichts kriegen soll. Naja. Ja, auf jeden Fall ist es da dieses süße T-Shirt geworden. Ich finde es so süß. Parrot and Parrot steht da drauf. Und die Schrift ist so golden, die glitzert ein bisschen mit 2 Karäuschen drauf. Und ich finde das Design einfach mega niedlich. Und ja, das ist auch in der Größe 98, also ich habe alles für ihn in der Größe 98 gekauft, weil es ja jetzt schon 95 cm groß. Genau, und das hat 3,95 € gekostet. Ja, meine Lieben, jetzt sind wir schon wieder am Ende von diesem Video angelangt. Es sind schon einige Sachen geworden und auch noch mehr, aber der Übersicht halber habe ich jetzt nur Bershka, Zara und Primark gefilmt. Ich bin am Überlegen, ob ich ein Party Get Ready With Me drehen soll. Wenn euch das interessiert, dann sagt mir das gerne kurz in den Kommentaren, dann mache ich es auf jeden Fall.
Und ja, da seht ihr dann auch noch mal ein paar andere Klamotten, die ich extra für die Party gekauft habe und eben wie ich mich fertig mache, weil ich das ganz groß machen will. Ich will wirklich so richtig perfekt aussehen, wenn ich einmal weggehe. Genau. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr mich auch sehr gerne abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was ihr eben gerade habt, indem ihr dieses Video schaut. Und dann bis bald. Ciao.